Hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Navi-san kehrt zurück von Makiko Date. Es gibt Ärger in Shinjuku. Wir sollten verdeckt ermitteln. Hilfst du mir dabei? Na klar. Etwas ist geschehen. Ich gehe zu Date in Shinjuku. Ich mag Date. Date ist eine tolle Frau. Oh, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Ich glaube, ihr kennt euch noch nicht. Das ist meine Kollegin Date. Oh, du bist Ryojis Freund. Aber du wirkst nicht besonders zuverlässig. Kommissar, sind Sie sicher, dass wir ihm trauen können? Keine Sorge, Hudi vertraut ihm. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Das stimmt wohl. Aber wenn du uns in die Quere kommst, bist du raus. Gefaulenzt wird nicht. Ich erinnere mich, dass Ryuji gesagt hat, Matayoshi sei ein legendärer Kommissar, der früher als Shinjuku Matagi bekannt war. Er hat mir davon erzählt, wofür er berühmt geworden ist, aber das war eine lange Geschichte und ich hab's vergessen. Ich kann es nicht glauben, dass ich mit dem legendären Shinjuku Matagi zusammenarbeite. Das wird interessant. Jetzt brauche ich einen Beinamen für Date. Wie wäre es mit Einzelkämpferinnen von Kabukicho? Ja, das passt perfekt. Ich habe Talent dafür. Herr Kommissar, sind Sie sich sicher wegen dieses Typen? Er sieht mir nach einem Witzbold aus. Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Kommt Ryuji nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Wäre es dir lieber, Ryuji wäre hier? Hey, ich sehe, woran du denkst, aber sag ein Wort und du wirst es bereuen. Schluss mal mit ihr beiden, der Verdächtige ist hier. Das Ding schon wieder. Aber was hat das in Shinjuku verloren? Ich dachte, es würde in Ikebukuro spuken. Was ist los? Was, ein ähnliches Geschöpf hat dich durch Ikebukuro gescheucht? In unseren Berichten steht etwas anderes. Nach allem, was wir gehört haben, steht es den ganzen Tag völlig bewegungslos da. Es tut überhaupt nichts. Es ist, als würde es sich in Shinjuku nur die Zeit vertreiben. Wie gesagt, es ist wie eine Statue. Es scheint im Moment keine Bedrohung darzustellen. Vielleicht ist es kein Fall für die Polizei. Doch natürlich, er führt bestimmt was im Schilde. Ein Drogendealer, ein Speer, ein Spion. Das könnte alles Mögliche sein. Das ist nur eine Werbefigur. Eine Werbefigur? Quatsch. Sieh dir nur seinen Blick an, das ist kein Amateur. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Oh Gott. Was siehst du mich so an? Glaubst du, du wärst schlauer als die Polizei? Wenn du unbedingt verhaftet werden willst, das kannst du haben. Beruhige dich, willst du Aufmerksamkeit auf uns lenken? Tut mir leid, Kommissar Matayoshi. Was denn jetzt? Hey, ihr beiden, los an die Arbeit. Untersucht den Verdächtigen, ohne ihn zu berühren. Wenn er derselbe ist wie der in Ikebukuro, muss es etwas geben, was eine Reaktion provoziert. Verstanden? Ruhig und gelassen. Verhalte dich einfach normal. Verstanden. Ruhig und gelassen. Ruhig und gelassen. Okay. Wusstest du, dass es auf der Insel Schienen gibt? Fuhr hier mal ein Zug? Ja, vielleicht. Frag Mirei. I don't care. Da drüben. Gut, dass diese Ampel immer grün ist. Was ist das für ein Kostüm? Das ist nicht der Navid, oder? Ist das der Navid-Zahn, von dem alle reden? Du solltest lieber nicht mit ihm sprechen. Ich bezweifle, dass er überhaupt antworten würde, wenn du es versuchst. Er kommt als völlig unnahbar rüber. Ich weiß nicht, was es ist, aber er ist definitiv irgendwie komisch. Was macht dieser Kerl? Warum bewegt er sich nicht? Jemand zeigt nicht auf andere Leute.
Hallo. Schön, dich hier zu treffen. Arbeitest du gerade? Du bist ganz schön fleißig. Ich arbeite auch gerade. Naja, gewissermaßen. Und so versuchte er stundenlang eine Reaktion zu provozieren. Wie ist es gelaufen? Es hat also selbst da nicht reagiert, als es dich gesehen hat. Es kann nicht dasselbe Ding sein wie ein Ikebukuro. Ich glaube, du musst die Sache anders angehen. Du bist nicht der Hellste, was? Mit anders angehen meint er so, du sollst das Ding direkt provozieren. Dir passiert schon nichts. Wir behalten dich im Auge. Falls es Ärger geben sollte, sind wir gleich da. Wenn es Ärger gibt, kommt ihr sicher zu spät. Hör auf zu jammern und mach dich auf die Socken. Oh, das hätte ich fast vergessen. Du darfst nicht zuerst angreifen, sonst wäre eine Festnahme illegal. Ich wollte ihn jetzt nicht verprügeln gehen. Ich muss dich wohl verwechselt haben. Du hast nicht zufällig einen Bruder in Ikebukuro? Oh. Ich bekomme den starken Eindruck, dass er nicht angesprochen werden möchte. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Jetzt hängt alles von mir ab. Es hilft alles nichts. Los geht's. Sein Aussehen verspotten, nervig herumtanzen oder ihn beleidigen. Wir tanzen erstmal. Wie gefällt dir mein kleiner Tanz? Nee, okay, ja gut. Dann nicht. Hey, was dauert denn da so lange? Du hast doch keine Ahnung, ich werde dir zeigen, wie das geht. Was treibst du denn da? Du wirst alles ruinieren. Wir haben alles probiert. Sieh da, wir möchten kurz mit ihnen sprechen. Ah, der will sich verdrücken. Hey, stehen bleiben. Wir dürfen ihn nicht entwischen lassen. Okay. Meanwhile. Fälle gefunden. Navizan, wenn du den komischen Typ mit dem Kostüm meinst, den habe ich gerade vor dem Gemischtwarenladen. Dann habe ich ihn gerade vor dem Gemischtwarenhandel gesehen. Wo zur Hölle ist er überhaupt? Ich war mir sicher, dass er hier sein würde. Was? Der seltsame Typ? Ich habe ihn gerade in der Nähe deines Ladens für Anzüge gesehen. Ach, der seltsame Herr Navid? Ich habe ihn vor einem Bekleidungsladen mit dem Namen Koto gesehen. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Ich frage herum, vielleicht weiß jemand was darüber. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Ich frage mal rum. Den Augenzeugen zufolge soll der Verdächtige irgendwo in der Nähe sein. Herr Kommissar! Er ist hier irgendwo, richtig? Teilen wir uns auf. What the fuck? Er ist hinter mir. Meine Nerven. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. An deiner Stelle wäre ich nicht so anmaßend.
Wenn du weiter nachbohrst, bist du tot. Das war deine erste und einzige Warnung. Und jetzt verschwinde. Du hast nichts gesehen oder gehört. Nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Ich hatte auch kein Glück. Was ist mit dir? Ich habe nichts gesehen oder gehört. Pah, er ist entwischt. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, sucht nochmal. Verstanden, ich werde die gesamte Gegend durchkämmen. Du kannst gehen, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Danke für deine Hilfe und grüß Ryuji von mir. Bis dann. Ich habe genau das gesagt, was Navi-san mir diktiert hat. Aber ich bin doch der Einzige, zu dem er Kontakt aufgenommen hat. Das sollte ich eigentlich Matayoshi erzählen, oder? Ich beobachte dich. What the fuck? Das ist so ein weirder Fall. Ikebuko. Das ist so merkwürdig. Starten wir erstmal Bericht. Zwei neue Fälle. Für später. Vielleicht soll ich Mireille fragen, was los ist. Okay. Dann reden wir halt nicht mit Ryuji darüber. Das ist auch okay. Dann fragen wir das Spiel, wo es uns als nächstes hinhaben möchte. Ich kann damit leben. Geh zum Hackerforum. Anscheinend braut sich da was zusammen. Aber die Schicksale von mehreren Leuten treffen dort aufeinander. Geh hin und finde heraus, was ihr Schicksal ist. Das ist dein Schicksal. Gut, gehen wir ins Hackerforum. Aber erst schicken wir nochmal die Leute auf der Farm los. Missionen. Ermitteln. Danke sehr. Bitte beehren Sie uns bald wieder. So. Aufgestanden, um uns wieder hinzusetzen. Haltung annehmen. Auf nach Eden. Da ist das Hackerforum. Heute ist euer Glückstag. Ein frisches Gomamon kam gerade rein. Hey, beruhige dich. Seht ihr? Ist er nicht ein quirliger Bursche? So einen haben wir nicht oft. Also ist er etwas teurer als andere Einsteiger-Digimon. Aber er wird euch gute Dienste leisten. Schnappt die Neues, sonst ist er weg. Ist jemand interessiert? Nani? Ich habe gehört, dass du jetzt bei Hoodie bist. Komm meinen Geschäften bloß nicht in die Quere. Was, wie gefährlich? Sowas Verrücktes habe ich im Leben noch nicht gehört. Gut, gehen wir wieder. Wir haben getriggert, was auch immer wir triggern sollten. Oh,
Ein neuer Fall. Wer hätte damit gerechnet? Fälle von Befürwortern und Gegnern des Digimarktes. Wie ätzend. Keske könnte uns wirklich helfen. Wie ätzend. Wie ich sehe, hast du den Marktfall angenommen. Komm in mein Zimmer, dann erkläre ich dir die Einzelheiten. Da bist du ja. Warte, ich habe meinen Bruder und Chitose gerufen. Erika, was gibt's? Mehrere Fälle, die mit dem Markt zu tun haben, wurden gleichzeitig an der Anschlagtafel ausgeschrieben. Ich möchte besprechen, wie wir damit umgehen sollen. Du bist dran, Wormon. Ich fange mit dem ersten Fall an, der einging. Er stammt von einem Hacker namens Kotaro. Es ist barbarisch. Digimon werden auf dem Schwarzmarkt misshandelt und wie Objekte verkauft. Helft mir, den Schwarzmarkt zu zerstören. Ein weiterer Fall stammt von einem Hacker namens Sosuke. Es gibt Gruppen, die den Digimarkt zerstören will. Es gibt eine Gruppe, die den Digimarkt zerstören will. Wir wollen sie aufhalten, aber wir sind zu wenige. Helft ihr uns? Wir haben so viele Fälle von Leuten, die den Digimarkt loswerden wollen und von Leuten, die den Digimarkt retten wollen. Das kommt ab und zu vor. Wir sind in einer ziemlich einmaligen Position. Beide Fälle liegen fürs Erste auf Eis. Sie anzunehmen, ohne erst darüber zu sprechen, hätte ernste Probleme verursacht. Was sollen wir also tun, Ryuji? Der Handel mit Digimon ist illegal und mehr als nur ein bisschen unmoralisch. Aber wie ich schon gesagt habe, gäbe es Kowloon ohne solche Leute nicht. Wir dürfen uns nicht hineinstürzen, nur weil Einzelne das eine oder das andere für gerecht halten. Wir müssen uns das gut überlegen. Ich finde, wir sollten Kotaros Fall annehmen. Rudi stehen doch schließlich für Gerechtigkeit, oder? Digimon so zu behandeln ist eine Schande. Das stört mich schon lange, vor allem weil ich so stolz auf meine Arbeit bin. Wie mein Bruder schon sagte, ich glaube, dass Kowloon solche Gruppen braucht. Was dort intern passiert, mag zwar unschön sein, aber das ist doch kein Grund, sie zu zerstören, oder? Beide Seiten haben gute Argumente. Es gefällt mir nicht, zwischen den Stühlen zu sitzen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Warum lassen wir nicht Keske entscheiden? Das ist eine gute Idee. Wir sind in Kowloon bekannt, also könnte es kompliziert werden, wenn wir uns darum kümmern. Stimmt. Du bist neu hier, auf welche Seite du dich schlägst, wird keine große Wellen schlagen. Was meinst du dazu, Ryuji? Es könnte funktionieren, wir übergeben ihm einfach beide Fälle. Du gehörst zu Hudi. Es liegt an dir, welche Seite wir unterstützen. Hör dir an, was beide zu sagen haben und triff dann eine Entscheidung. Keine Sorge, was auch passiert, wir unterstützen dich. Easy choice, würde ich sagen. Wie Ryuji meinte, werde ich mir erst einmal anhören, was beide Seiten zu sagen haben. Ich fange mit Kotaro an, der zu denen gehört, die den Markt loswerden wollen. Ich habe Wormon gefragt, aber er hat keine Aufenthaltsort genannt. Vielleicht finde ich ihn auf dem Schwarzmarkt. Ich sehe mich im Hackerforum auf dem Markt um. Da waren wir doch gerade. Gehen wir nochmal hin. Das Oberteil. Bist du von Hudi? Ich bin Kotaro. Ich habe euch einen Fall geschickt, aber keine Antwort bekommen. Nehmt ihr ihn an. Du willst dir anhören, was ich zu sagen habe, bevor du dich entscheidest? Wozu? Die sind eindeutig böse. Wenn du erstmal hörst, was die alles anstellen, wirst du genauso erpicht darauf sein, sie zu vernichten wie ich. Bestimmt hast du davon gehört, wie schlecht Digimon auf dem Schwarzmarkt behandelt werden. Sie werden in winzigen Käfigen gehalten und werden nicht genug gefüttert. Und wenn kein Platz mehr ist, entsorgen sie die Digimon ohne mit der Wimper zu zucken. Sie löschen sie einfach. Für viele Hacker sind Digimon nicht mehr als Computerprogramme, aber es handelt sich um Lebewesen. Das ist verachtenswert, wie man es auch dreht und wendet. Darum will ich sie unbedingt retten. Du musst mir helfen. Oder unterstützt Hudi den Markt. Habt ihr einen Fall von jemandem namens Sosuke angenommen? Ich habe seinen Fall an der Anschlagtafel gesehen. Habt ihr euch auf seine Seite geschlagen? Dann denkt er also noch drüber nach. Ich schätze, ihr seid in einer verzwickten Lage.
Aber denk gründlich darüber nach. Ihr wollt doch nicht in den Ruf geraten, Verbrecher zu unterstützen, oder? Nein, also helft uns, die Digimon zu retten. Wir tun es morgen Mittag. Wir erwarten dich. Ich habe Kotaro angehört, jetzt muss ich Sosuke anhören. Wobei ich auch nicht weiß, wo er ist. Ich werde Erika fragen, ob er einen Treffpunkt an der Tafel erwähnt hat. Was ist los? Wo Sosuke ist? Er hat vergessen, es an der ATL anzugeben, aber er hat gerade eine E-Mail geschickt. Er ist im freien Bereich in Eden. Ich habe ihm gesagt, dass du unterwegs bist. Jetzt muss ich mich mit Sosuke im freien Bereich von Eden treffen. Danke, Spiel. Soweit war ich auch schon. Gut, dass Eden so überschaubar ist. Wie das echte Internet. Du bist bestimmt von Hoodie, oder? Erika meinte, ihr hättet gegensätzliche Fälle zum Digimarkt bekommen und wolltet beide Seiten anhören. Ich nehme an, ihr habt schon von denen gehört, die das Ende des Digimarktes herbeisehen? Gut, dann lass uns unsere Seite der Geschichte erzählen. Wir wollten nie Unruhe stiften, aber die Gruppe, die den Digimarkt abschaffen will, hat uns keine Wahl gelassen. Zwischen dem Markt und uns Hackern besteht eine Beziehung, die auf Angebot und Nachfrage beruht. Wir wollen Programme und sie werden dort verkauft. Was ist so schlimm daran, wenn Hacker mit Hacker-Tools arbeiten? Digimon sind Tools, die dazu da sind, dass man sie einsetzt. Und jetzt gibt's eine Gruppe, die Ärger macht und solchen Blödsinn verzapft, wie das Digimon Lebewesen wären. Falscher geht's nicht. Na, wir bitten dich nicht darum, sie zu vernichten. Wir möchten nur, dass du sie verjagst, damit der Markt bestehen bleiben kann. Hey Sosuke, sie wollen den Digimarkt morgen Mittag angreifen. Dann läuft uns die Zeit davon. Tut mir leid, ich muss weg. Bitte geh morgen zum Digimarkt im Hackerforum. Ich bin überzeugt, dass du uns unterstützen wirst. Kota, der Digimon für Lebewesen hält und den Digimarkt zerstören will. Oder Sosuke, der Digimon für bloße Programme hält und den Digimarkt erhalten will. Für welche Seite soll ich mich entscheiden? Ich werde zu Hoodie zurückkehren und darüber nachdenken. Was musst du denn da nachdenken, Junge? Die Wahl ist offensichtlich. Wir zerstören den Markt. Hallo Keisuke, was tust du so spät noch hier? Die anderen sind alle nach Hause gegangen. Ich frage mich, ob Erika noch in ihrem Zimmer ist. Ach, ich werde mir die Sache allein überlegen. Morgen ist ein wichtiger Tag, ich sollte nach Hause gehen. Hast du dich entschieden, welchen Fall du annehmen willst? Ich mache da jetzt keinen Cliffhanger draus. Ihr wisst, welchen Fall ich annehme. Yep. Ich dachte, du würdest dich damit quälen. Aber ich schätze, ich hätte mir keine Sorgen machen brauchen. Falls du dir immer noch nicht sicher wärst, gäbe es auch die Option, keine Seite zu unterstützen. Du solltest helfen, wem immer du zustimmst. Entscheide einfach selbst und geh los. Gut. Das machen wir. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm drei Mitstreiter mit. Das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Die Folge ist lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Bis dahin und ciao.